Hallo, liebe Pfeifenfreunde und Tabakgenießer. Kennt ihr das? Ihr habt euch mal einen Tabak gekauft, den ihr aufgrund einer Beschreibung, eines Reviews, etwas vielleicht, was ihr im Yogi Warn Blog gelesen habt, Achtung, hier Werbung, oder ähnlichen einfach aus Coverkauf, reiner Neugier, den ihr euch zugelegt habt, den ihr unbedingt mal probieren wolltet, ihn erstmal zurückgepackt habt, zur Seite gelegt, einfach aufgrund dessen, dass ihr genug andere Tabake offen habt und natürlich das Kraut nicht zusätzlich noch trocken werden soll und dann irgendwann aus den Augen verloren hat, vergessen habt, ja, in die Annalen eurer Art Tabakbar einging, den ihr dann aber irgendwann rauskramt und euch fragt, ha, eigentlich wollte ich ihn die ganze Zeit rauchen. Ich bin immer noch sehr neugierig, aber wenn ich ihn jetzt auch noch aufrupfe, drei Füllungen rauche, vielleicht ist er richtig toll. Vielleicht aber auch nicht, und ich habe so viele andere Sachen offen, und es wird ja auch nicht besser dadurch. Und ihr seid nun nicht gerade der, sage ich mal, Vielraucher, so wie es in meinem Fall ist. Aber ihr habt trotzdem Bock, den zu probieren. So ging es mir die ganze Zeit, oder so geht es mir eigentlich irgendwo immer. Ich rauche nicht so super viel Pfeife, aber ich rauche relativ regelmäßig Pfeife. Und es gibt so viele Tabake auf dem deutschen Markt, die noch unentdeckt sind. Ich rede jetzt von mir, die ich gerne noch probieren möchte, die ich gebunkert habe, eingelagert habe, aber es werden ja auch nicht wirklich weniger. Gott sei Dank, finde ich auch gut. Auch wenn es ein bisschen grausam ist, aber es ist so die typischen Probleme der ersten Welt. Wie gesagt, ihr habt die Dose vor euch liegen und wisst nicht so recht, naja, gut, wenn ich jetzt aufmache, wie denn weiter? Natürlich könnte ich es in einem Zug durchrauchen. Ich bin nicht der Typ, der alles in einem Zug durchraucht. Selbst wenn ich ein Kraut suchte, mache ich das nicht. Aber auf der anderen Seite sagt ihr euch, naja, ich könnte ja noch irgendjemanden dran teilhaben lassen. Teile ich mir die Dose auf, so kriege ich ja genug Proben geschenkt und ist ja auch nur fair, ist eine schöne Sache und vielleicht finden die anderen das auch ganz cool. Und daraus im Prinzip ist diese neue Rubrik entstanden. Wobei Rubrik ist noch ein bisschen weit vorgegriffen. Ich weiß nicht, ob es eine Rubrik wird, aber auf jeden Fall diese Idee, die ich so in YouTube, zumindest in der deutschen Community, noch nicht wirklich gesehen habe, zumindest nicht als Selbstläufer, als, ich sag mal, eigene Kategorie, Subkategorie von mir aus. Tabake, die ihr euch kauft, die ihr mit Freunden aufteilt und die von jedem dieser, ich sag jetzt mal, Teilnehmer, das Titel heißt ja Vier Meinungen, das heißt vier Leute, quasi in einem kleinen Video, ja, so ein bisschen mit untermalt werden, so ein bisschen eigene Eindrücke, was den Geschmack, das Empfinden, das Ganze drumherum, was man in einem Review hat, aber mehr unter dem Aspekt, ich schmecke erstmal rein, mein klassisches reingeschmeckt, also weniger ein in der Pfeife. Ein Programm, was ich quasi durchziehen möchte, was ich jetzt mal probieren möchte, zusammen unter der Voraussetzung, die Leute, die ich ins Boot hole, haben Bock drauf, sind bereit, ein kleines Video zu machen, wenn es nur 1, 2 Minuten sind. Und vor allen Dingen, und das macht es schwer, gerade bei vier Meinungen, ein Tabak, den keiner von den Beteiligten jemals geraucht hat oder zumindest nicht mehr in Erinnerung hat, weil er vielleicht mal vor Ewigkeiten eine Probe hatte. So heraus ist die Idee entstanden, dieses Video, was ich jetzt gerade abdrehe. Ein Tabak, vier Meinungen. Hier insbesondere die Meinung von Tobi, von Christian und vom Alex. Werde ich dann unten, sobald ihre Videos hochgeladen sind, wir haben uns da so ein bisschen abgesprochen, an welchem Tag wir das machen, sollte möglichst zeitgleich sein. Vier Meinungen zu einem Tabak, den wir alle vorher noch nicht in Augenschein genommen haben. Einfach mal, um so ein kleines, so eine Übersicht zu fassen, was verschiedene, wirklich vier relativ verschiedene Geschmäcker zu einem Tabak sagen, zu einem neuen Tabak sagen, neu im Sinne von hatte ich vorher noch nicht. Will heißen, mal gucken, ob das hier eine Serie wird. Ich weiß es noch nicht, es wird sich zeigen. Wenn die anderen Bock drauf haben, vielleicht auch mal mit wechselnden Mitmachenden. Ich würde ja am liebsten auch mal einen Engländer reinhauen, aber da weiß ich zum Beispiel, das ist so gar nicht Tobi sein Fall. Ist auch völlig okay. Aber wie gesagt, eine ganz witzige Idee, wie ich fand und wie die auch die anderen schönerweise fanden, die ich hier anbringen möchte, die ich neu einfach mal in die Community einstelle. Genug der Vorrede. Um welchen Tabak geht es? Witzigerweise kein, den ich in meiner Bar hatte. Tatsächlich war es ein bisschen schwierig, da mal schnell was rauszufinden. Ich habe zusammen mit den anderen einfach dann mal Darnpipe und sämtliche andere Foren durchgeguckt, weil ich bei Darnpipe sowieso bestellen wollte, was ich auch gemacht habe.
haben wir uns für einen Tapak entschieden, wo wir alle gesagt haben, nee, hatten wir noch nicht, kennen wir noch nicht. Ist auf einer Schiene, die ist nicht zugesüßt, ist nicht englisch. Schade. Aber ein Tabak, wo wir alle sagen, den könnten wir mal ausprobieren. Und zwar geht es heute um den Bulldog Golden Flake von DTM. Ein Tabak, der gerade genau in meine Schiene, in meinen Geschmacks, mein Gusto, wirklich mein, ja, ich sag mal, Erlebnisbild von Beginn des Jahres an reinpasst, weil es ist ein Flake und er ist sehr Virginia-lastig. Von der Brosa auf der DTM-Seite, ich lese es einfach mal vor, weil das ist am einfachsten, ist auch schön beschrieben, die da sagt, helle Virginia-Tabake aus Zimbabwe und Zaire mit ausgeprägter Natursüße, wurden mit dem markanten Bulldog-Aroma versetzt. Hier muss ich allerdings dazu sagen, ich kenne das Bulldog-Aroma nicht. Ich habe zwar die Robust Roundels, aber die sind nochmal ein ganz anderer Fall. Und reiften in der Presse zusammen zu einem sanften Flake heran. Weiterhin steht da, prüfen Sie selbst. Der Tabakcharakter und das Flavor ergänzen sich in wunderbarer Harmonie zu einem duftig weichen Gaumenschmaus. Wenn ich mir den Tabak anschaue, ich werde es auch gleich nochmal einblenden, weil ihr werdet hier nicht so viel sehen, ist das, ich sag mal, ein mittel- bis leicht dunkelbrauner Flake. Schöne kompakte Platten. Ich will mal gucken, ob ich noch irgendwie eine abkriege. Ich habe die Dose relativ genau geteilt in vier Teile. Also jeder hat im Prinzip 10 Gramm bekommen. Es sind 50 Gramm in der Dose drin, weil ich wollte die Flakescheiben nicht komplett zerledern. Reicht für zwei Pfeifen, sage ich mal. Für jemanden, der ganz kleine Pfeifen raucht, vielleicht drei. Deswegen ist es, wie gesagt, mehr der Charakter eines Reingeschmacks als vielmehr eines in der Pfeife. Ich habe jetzt richtig Ahnung von dem Tabak. Aber es ist ja oft so, oder was heißt oft so, es ist generell so, dass der erste Eindruck natürlich so der maßgebliche ist für das Verhalten, kaufe ich mir den Tabak nochmal oder nicht. Wobei natürlich im Laufe einer Dose kann sich viel verändern. Man muss dem Tabak vielleicht mal eine Chance geben, vielleicht muss er mal ein bisschen trocknen. In diesem Fall muss ich ihn nicht trocknen, weil er ist von seiner Konsistenz absolut genial. Also sofort rauchbar. Richtig schöne Flakeplatten. Ich halte mal direkt den Tschechner neben, damit ihr mal eine Vorstellung von der Größe habt. Weitestgehend viereckig. Von der Dicke möchte ich mal sagen, so ungefähr 2 mm. Also es ist kein Samuel Gavitt, was das angeht, aber der ist schön weich, bröselt so ein bisschen. Super interessantes Tabaksbild, wie ich finde. Also ich mag ja die Optik, es hat was Holziges. Ein schöner Tabak, leicht einzubringen, die Pfeife. Ich bin ja seit Jahren komplett weg von der Knick- und Faltmethode, finde ich persönlich grottig mittlerweile, muss ich sagen. Ich mache mir da lieber Kügelchen, zerreißen tue ich Flakes generell nicht. Aber mit der Kügelchenmethode lässt er sich super einfach einbringen und gerade auch dieser Bursche ist ein bisschen bröselig, muss ein bisschen aufpassen. Aber gerade der raucht sich dann runter, wenn man nicht sappelt, fast ohne wieder anzünden. Also wenn man einigermaßen aufmerksam dabei ist, einigermaßen super genial. Der Geruch, also das Erste, was man merkt, wenn die Dose auf ist, ist schon eine leichte Säure. Also so ein bisschen was Perique-artiges ist da schon drin. Also zumindest, auch wenn hier steht Virginia-Tabak, es hat so ein bisschen was Perikiges, finde ich. Und das, mein erster Gedanke war auch beim Rauchen der Pfeife, ein Anfänger, der in die Perique-Richtung gehen möchte oder damit starten möchte, ist hier gar nicht mal so falsch mit beraten, auch wenn da offensichtlich kein Perique drinne zu sein scheint. Zumindest steht auch nichts auf der Seite drauf. Der hat eine leichte Säure. Und bei meiner allerersten Pfeife fand ich da auch ein ziemlich starkes Kitzeln in der Nase, so ein leichtes Brennen vielleicht. Brennen hier bitte nicht abschreckend verstehen, so wie Zungenbrand oder das ist einem die Schleimhäute wegätzt. Vielmehr so ein, ja, so ein prickelndes Kribbeln, also so was Frisches irgendwie. Wie gesagt, der Tabak hat eine angenehme Säure in seinem Geruch. Virginia rieche ich marginal raus, da ist schon was da, aber diese typische Natursüße, wie ich sie kenne, also die ich auch. Also dieses Natursüße ist ja der Geschmack, aber ich meine dieser Geruch von Heu. Vielleicht ein Tucken dabei, also so ein bisschen was, aber nicht wirklich irgendwie, dass ich sagen würde, das ist ein klassischer Virginia Flake. Also riecht für mich persönlich nicht nach einem klassischen Virginia Flake. Nichtsdestotrotz riecht er sehr interessant, würzig. Ich überlege schon die ganze Zeit,
Es geht in eine Teerichtung, kein Früchtetee oder sowas, aber irgendeine kräuterige Teerichtung. Vielleicht so ein bisschen wie bei einigen Schwarztees, aber allerdings da nicht so diese extrem starken so. Ich kann es nicht genau benennen. Vielleicht können das die anderen drei Meinungen oder einer der anderen drei Meinungen, die mitmachen, aber der riecht gut. Wie gesagt, meine allererste Pfeife war so ein kleines bisschen schwieriger, ist vielleicht mein persönliches Empfinden. Also schwieriger ist das falsche Wort. Für einen Anfänger noch völlig in Ordnung, aber die erste Pfeife so, oder sagen wir die erste Hälfte der Pfeife war so ein bisschen, ja, sehr spritzig in der Nase. Das Witzige ist, jetzt ist die Dose nun schon ein paar Tage offen. Das Spritzige ist noch da, aber das Kribbeln in der Nase ist komplett verflogen. Also habe ich gar nicht mehr. Ich denke mal, das war einfach dem geschuldet, weil ich habe die Dose auf und verteilt und mir danach direkt auch die erste Flakescheibe reingepfiffen. Und da war er natürlich noch richtig frisch. Der ist immer noch super frisch. Wie gesagt, ist noch nicht so lange offen. Wenn das Video hochgeladen wird, denke ich mal 2 Wochen. Sehr angenehm, aber so ein bisschen markant. Mittlerweile. Hat sich das Ganze so ein bisschen gegeben. So dass das Bild des Tabaks sich doch ein gutes Stück gewandelt hat zu einem würzigen, aber nicht überwürzigen, einem mild würzigen oder sagen wir mittelkräftig würzigen Virginia-Bild, was so ein bisschen Heuigkeit mitbringt, aber nicht wirklich viel und eine gewisse Säuerlichkeit. Also ich kann immer noch nicht nachvollziehen, dass hier kein Perique drin ist, aber es schwingt mit. Das Schöne an dem Tabak ist, wenn ich ihn gemütlich und ruhig rauche, klar, Flakes sowieso ein bisschen ruhiger, habe ich eine angenehme Cremigkeit im Mund. Na, die Pfeife ist jetzt schon fast zu Ende. Einen milden, sanften, aber wirklich cremigen Rauch und auch Geschmack. Und auch der Raumduft geht in diese richtige, wirklich würzige, leicht würzige Cremigkeit. Nichtraucher würde sagen, hier mufft es. Es ist ja eigentlich immer so, wenn es nicht gerade ein Aromat ist. Oder er aus den Latschen kippt, weil es ein Latakia ist. Aber der Tabak ist mild, der ist unaufgeregt, der ist sanft. Meines Erachtens nach ein guter Einsteigerflake, wie zum Beispiel der McBaren, der natürlich ein ganz eigenes Aroma hat. Aber eine interessante Geschichte. Für mich selbst, das ist so mein Fazit nach ungefähr, es ist ja nicht mehr viel übrig, nach einem Viertel ungefähr der Dose. Es ist ein Tabak, es ist okay, ihn geraucht zu haben. Ich persönlich würde ihn hier nicht wiederholen, einfach weil ich in dieser Richtung mein Heil schon gefunden habe. Und leider ist ein Teil meines Heils bei Dunhill gelagert, was natürlich mich jetzt dazu animiert, vielleicht doch nochmal einen Hamsterkauf zu tätigen. Aber wer generell in diese perigige Richtung gehen möchte, sage ich mal, der ist mit dem Roper's Roundel super bedient. Und das sind ja nicht die einzigen, die in diese Richtung gehen. Also von daher, ja. Ansonsten, wie gesagt, ihr habt ja in den Bildern gesehen, wie der Tabak in etwa aussieht. Vom Preis her auf 50 Gramm kommen wir zu 8,45 €. Was ich finde für die Qualität des Tabaks und den wirklich super Raucheigenschaften, eigentlich der Top-Tabak für den Einsteiger ist und ich denke auch für jemanden, der diese Richtung mag. Wobei ich bei Richtung muss ich vorsichtig sagen, ich weiß nicht, was die mit dem Bulldog-Flavor meinen. Vielleicht sollte ich noch einen anderen probieren, damit ich dann drei habe, weil ich habe ja, wie gesagt, den Roper's Roundel, der ja den Navy Flake von Dunhill fast in nichts nachsteht, der ja ein Tucken weniger spritzig ist, ein kleinen Tucken, mein persönliches Empfinden, aber trotzdem super geiler Tabak ist. Vielleicht sollte ich noch einen dritten probieren, um einfach mal dieses Casing rauszuschmecken oder dieses typische Bulldog-Aroma, von dem gesprochen wird. Nichtsdestotrotz, mittelkräftiger Tabak oder ganz sanft untermittelkräftig, lässt sich gut zu jeder Tageszeit rauchen, gut auf nüchternen Magen, für mich nicht. Aber auf jeden Fall ein Tabak, der es wert war, mal zu probieren, allein schon wegen des Preis-Leistungs-Verhältnisses. Aber für mich persönlich keiner ist, den ich jetzt auf lange Sicht, also den ich mir wieder in die Tabakbar, ja, holen würde. Gut, dann gucken wir mal, was die anderen drei sagen. Ich kenne die Videos ja auch noch nicht. Auf jeden Fall, sobald ich die Eddies habe und natürlich auch Zeit, verlinke ich das unten dann in meinem Text. Und
Ja, ich bin mal gespannt, was die anderen sagen. Und dann noch, falls ihr dieses Format cool findet und natürlich auch an euch, Tobi, Christian und Alex, wenn ihr sagt, ihr habt da öfters mal Bock drauf, lasst es mich wissen. Wir sind ja in der WhatsApp-Gruppe. Schreibt mich an. Ihr habt noch so ein paar Tabake, die könnten wir mal aufreißen. Und ich denke, die Idee ist gar nicht mal so schlecht. Gut, soll es schon gewesen sein. Das Video ist schon viel zu lang. Aber es war ja auch noch eine Vorerklärung, die etwa 5 Minuten gedauert hat. Das nächste wird etwas kürzer. In diesem Sinne, ich wünsche euch was und auf bald. Tschüss.